Schön, dass ihr wieder da seid. Vor kurzem hatten wir mal das Thema über Hermanns Eier. Heute machen wir mal ein ganz anderes Thema. Wir wollen mal heute privat bleiben. Wir sprechen heute mal über Jennys Männer. Aber nur über die Haarigen. Nur über die Haarigen. Aber ich denke, das wird mal ein spannendes Thema. Ein junger Mann sitzt ja gerade schon. Wen haben wir denn hier? Das ist ein Australian Shepherd Rüde. Ja. In einem schönen Retrieve-Ton. Aha. Der etwas unruhig Und wird. was heißt dieser Ton? Das ist im Grunde eine Dreierfarbe mit dem Hauptton Rot. Das gibt es noch in Blau. Ja. Das sind so die bekannteren. Die haben ganz gerne auch mal ein blaues Auge. Der hat jetzt so bernsteinfarbene Augen, gibt es mit braunen Augen. Da sind die ganz bunt. Ja. Im Grunde bekannt so als der bunte Hund. Der. Ja, so die Rasse. Die ganze Der ist so Rasse. der bunte Hund. Also ungefähr so wie ich. Also ich bin in unserer Branche auch der bunte Hund. Und so was gibt es auch in Live. Ne? Ich bin gar nicht so bunt. Ich bin nur noch grau, das mit dem Bunt. Mit früher blond, blaue Augen, roter Bart. Also ich passe da eigentlich schon in die Rasse. Und als Australian Shepherd auch ein total lebhaftes. Ja, auch wenn das vielleicht heute nicht mehr so aussieht, aber früher war ich total sportlich. Leichtathletik, Langstreckenlauf, Marathon, das waren echt meine Stärken. Und diese Hunde sind eigentlich auch Marathonläufer oder Leichtathletik oder wie sieht das da aus? Ja, Marathon muss nicht sein, aber so in die Leichtathletik-Richtung, also Agility bei Hunden, machen die schon ganz gerne, ja. Aber jetzt noch nicht, das ist alles noch zu früh. Die müssen erst noch wachsen. Erst wenn sie erwachsen sind, dürfen sie damit anfangen. Aber eigentlich ist das doch so, dass so kleine Kinder am liebsten toben. Ist das bei Hunden nicht auch so? Ja, toben dürfen die auch, aber die dürfen noch nicht so viel springen. Die Knie sind noch nicht ganz fertig, das ist so erst mit Ja. dem 9. Monat rum. Und erst dann dürfen die mit leichten Geräten anfangen, mit den ganzen Kontaktzonen, also Steg, Wippe, Wand. Und Sprünge sollten erst ab einem Jahr gemacht werden. Und warum? Um die Gelenke zu schonen. Wenn man den Hund im Grunde schon im ersten Lebensjahr so kaputt macht, egal wie gut der Knochenbau der Eltern oder so oder die Genetik der Eltern ist, hat man nicht lange Spaß dran. Und was ist mit Treppensteigen? Auch nicht. Auch nicht. 9 Monate lang wird er geschleppt. Treppe rauf und Treppe Treppe runter. rauf, Treppe runter. Wenn er auf die Couch darf, Couch hoch, Couch runter, Bett hoch, Bett runter. Der Hund gehört ja nicht ins Bett, oder? Bei mir schon. Bei ihr schon. Der Hund gehört nicht ins Bett. Na Bei ihr klar. schon, aber Na klar. eigentlich nicht. Doch. Wenn sie es erzieherisch können, Ja, dann schon. aber sag ich mal, wir haben auch zwei kleine Hunde zu Hause. Und da haben wir so einen kleinen Chihuahua, natürlich eine ganz andere Baustelle. Den konnte man gar nicht so schnell packen, wie der die Treppen hochgerannt ist, obwohl er erst 4, 5 Monate alt war. Was mache ich dagegen? Darf der das nicht? Er sollte es so wenig wie möglich machen. Klar kann man das beibringen, Treppen hoch und runter zu Nee, der wollte laufen. das immer, der hatte da Spaß dran, dass sie Ja, gar man kann nicht. ihnen aber auch beibringen, dass sie stehen bleiben müssen. Das Also ist so ein bisschen besser Erziehung. nicht. Besser nicht. Nein. Gut. So, aber jetzt sind wir ja hier beim Australian Shepherd Ja. angefangen. Das ist ein Hütehund Genau, ist eigentlich. ein Hütehund, wird gern an Schafen gesetzt, kann aber auch streckenweise mit Rindern arbeiten. Das heißt, er ist überhaupt kein Hund für die Familie, sondern er sei denn so ab 4, 5 Kinder als Hütehund einsetzbar. Verstehe ich das so? Oder was will denn ein Hütehund in der Familie? Das verstehe ich nicht. Die sind mittlerweile so weit gezüchtet, dass es eine Arbeitslinie gibt und eine Showlinie. Und Also Show ist für Show, Ausstellung. genau, ist Ausstellung, Schönheit. Es wird trotzdem noch so ein bisschen auf deren Du bist ja Hauptmerkmale ganz schön, oder? Du geachten, bist ja ganz überzeugt von, dass ne? das Fell so bleibt, wie es mal war, dass sie trotzdem noch ihre Markierungen hier haben an der Schwanzspitze. Da dürfen sie gerne weiß sein und an der Brust auch. Das ist halt beim Hüten ein Vorteil. Warum ist denn die Schwanzspitze weiß? Hat er den Sinn? Ja, Schwanzspitze ist aus dem Grund weiß, damit man sie beim Hüten besser sehen kann. Die zeigt dann hoch und wenn es ein bisschen nebelig ist oder sie ein bisschen weiter weg sind, sieht man die Hunde halt. Das ist so ein bisschen wie so ein Fähnchen im Winde. Ach, das ist also mehr für den Schäfer. Genau. Aha. Das müssten wir hier nicht mehr haben, aber es ist halt trotzdem nur deren Zeichen. So Erkennungsmerkmal von der Genau. Rasse, Genau. Das ist weiße bei vielen Schwanzspitze. Hütehunden so und bei denen halt auch. Das ist der einzige Hund, der seine Fahne zeigt, ja? Bei den Hütehunden ist es relativ typisch. Ah ja. Genau. Wie schätzt?
Ja, und was hat der Hund denn noch für einen Vorteil? Warum nehme ich einen Australian Shepherd? Der ist eigentlich ein Hütehund und kein Familienhund. Die sind sehr gelehrig. Das heißt, wenn sie mit dem Hund arbeiten möchten, ein paar Tricks beibringen wollen, Bier holen gehen. Das können die auch, wenn sie denen das beibringen. Das können die. Kühlschrank öffnen, Türen öffnen. Ja, das sind halt alles Tricks, einkaufen die man beibringen kann. Einkaufen gehen, Tragetasche mitnehmen, einkaufen, Wechselgeld mitbringen. Ich kenne ganz viele Hunde, die mit zum Bäcker gehen und dann die Brottüte nach Hause tragen. Ach ja, das ist ja interessant. Das ist eine super Arbeitserleichterung. Ja, macht Spaß, denen was beizubringen. Weil sie halt so gelehrig sind, dauert es halt auch nicht wirklich lange, denen neue Sachen beizubringen. Und der ist dann nicht traurig, dass er keine Schafherde hat? Nee. Man hat ja im Grunde einen Ausgleich. Ne? Man beschäftigt sich ja so mit dem Tier, macht Sport. Und das erste Jahr sollte ja so oder so erstmal relativ wenig gemacht werden, damit man die Ruhe lernt. Ansonsten wären das so kleine durchgedrehte Hunde. Das heißt also, der Hund ist eigentlich dafür gezüchtet worden, eine Herde zu hüten. Und wenn er den nicht hütet, muss ich dem einfach mit anderen Aufgaben beschäftigen. Ansonsten hat er zu viel Langeweile und man nur Blödsinn, oder? Es gibt mit Sicherheit welche, die sehr, sehr aktiv sind, die dann auch gerne viel... Im Naselecken habe ich gesehen, super aktiv. Im Knutschen. Knutschen kann auch schon, ist ja ein junger Mann, ne? Ja. Ist ja bei der Jenny kein Wunder, wer will das nicht? Wer darf. Jetzt müssen wir leider an der Stelle den Film abbrechen. Die knutschen noch ein bisschen. Ach so, nee, schon fertig. Ja, mal ein Päuschen. Kurzes. Nee, vorbei. Also ich glaube, der Film wird nichts. Das kriegen wir nicht hin. Wir versuchen dann nochmal. Das heißt, der macht also sonst Blödsinn oder macht alles kaputt? Wie jeder andere Hund auch. Also wenn die natürlich zu wenig Auslauf bekommen und zu wenig Beschäftigung, macht jeder Hund, dreht irgendwann mal am Rad und ich geht mal gegen gehört, die Möbel. Ich habe mal gehört, dass so Australian Shepherds da ganz extrem sind und man die 4, 5, 6, 7 Stunden am Tag beschäftigen muss. Das heißt, das ist nur was für arbeitslose Frührentner, die trotzdem laufen können oder mit Fahrrad fahren oder am Pferd. Oder wie stelle ich mir das vor? Wie kann ich so einen Hund beschäftigen, dass der auch abends rechtschaffen müde ist? Das ist so ein bisschen Mythos von den Australian Shepherds, dass sie so viel machen müssen. Die sind ganz dankbar auch mal bei Ruhe und auch die Hunde können mal alleine bleiben. Das muss man ihnen halt beibringen, dass sie alleine bleiben. Wie jedem anderen auch. Wie bringe ich das denn einem bei, alleine zu bleiben? Indem sie ganz klein anfangen. Sie gehen erstmal nur alleine auf die Toilette, machen die Tür hinter sich zu, dass der Hund nicht mitkommt, gehen wieder raus. Gehen mal nur zum Briefkasten ohne den Hund, kommen wieder. Und dann jault er die ganze Zeit. Nee, dadurch, dass es so ein kurzer Abstand ist, sind die meisten Hunde erstmal so von wegen, wo ist er denn? Ja. Und dann sind sie schon wieder da. Dass er gar nicht erst in das Jammern kommt. Und das mache ich immer etwas länger und dann jammert er gar nicht, oder? Ab 7 Minuten fängt er an, oder wie stelle ich mir das vor? Je langsamer sie das angehen und je kleiner die Schritte sind, desto besser lernen die Hunde das in der Regel. Das heißt, und dann jammern die gar nicht? Meine jammern gar nicht. Der küsst nur, der jammert nicht. Ja. Knutscher. Hallo, ich bin auch ein Mann. Geh mal da drüben. Ja, das ist ja super interessant. Was ist denn noch wichtig bei der Rasse zu beachten? Das Fell, was jetzt noch so schön kurz ist, wird noch länger. Das ist mittellanges Fell. Das heißt, Fellpflege steht bei denen relativ hoch mit im Programm. Das heißt, jeden Tag, eine Stunde kämmen, bürsten, auskämmen. Nee, also wenn man spazieren war, man rennt durch den Wald und er hat die ganzen Blätter mitgenommen, macht es Sinn, den sofort auszubürsten. Ansonsten reicht einmal die Woche ordentlich. Gerade hinter den Ohren filzen die ganz gerne mal schnell hinten an eine Hose und an eine Ernte. Und einen Kamm haben wir ja hier. Ja. Ist das der richtige Kamm oder nimmt man eine Bürste oder warum, was und was nehme ich nicht? Ich würde den Kamm schon empfehlen, weil man kommt einfach wirklich bis unten dran, bis an die Haut. Dass es nicht nur die Oberwolle schön ist, sondern auch unten nachher die Unterwolle rausgebürstet werden kann. Die ist nicht spitz. Ja. Und sie ist halt auch einfach im Handling. Ne? Und warum nehme ich keine Bürste? Die sind meistens zu grob. Die haben ja doch schon relativ feines Haar. Ach so. Ja, bei dem geht das jetzt. Sie hat bestimmt schon eine Stunde gekämmt, damit hier auch gar kein Knoten mehr drin ist. Deshalb geht das. Nein? Nee. Das ist so immer? Ja. Das ist, wenn man das Fell regelmäßig pflegt. Dann sieht es so aus. Und dann reicht einmal eine Woche? Einmal eine Woche auf jeden Fall. Ansonsten nach Bedarf halt. Zähne. Zahnstocher.
Zähne hat er auch schon. Ja, natürlich. Apropos Zähne, wann verliert ein Hund seine Milchzähne? Ab der 16. Woche, die letzten fallen so rund nach einem halben Jahr alle aus. Das heißt also, nach rund einem halben Jahr ist das fertige Gebiss. Ja. Und dann gibt es auch für einen Hund die dritten Zähne oder ist das nicht üblich? Nee, was weg ist, ist weg. Ach so. Also erstmal die Milchzähne und dann kommen halt die bleibenden Zähne, da muss man sich ein bisschen drum kümmern. Ja. Und wenn die nachher ausfallen, ist weg. Dann ist einfach vorbei. Dann haben sie nur eine Kauleiste. Ja, aber das muss nicht sein. Bei guter Pflege bleibt das bis zum Lebensende die Zähne drin. Genau, kommt ein bisschen aufs Futter an, ein bisschen auf die Pflege. Dann wir haben hier so ein Kauholz. Ja, ist gut für die Entzahnung, dann juckt ja alles. Wir kennen es ja zum Glück nicht mehr, wir können uns nicht mehr daran erinnern, als wir die Zähne verloren haben. Ich kann mich ja noch daran erinnern, als so die Zähne locker waren und ich da... Ja, aber als sie gekommen sind, diesen Druck, das Jucken... Ach so, die ersten. Ich kann mich nur noch daran erinnern, als die ersten locker wurden. Aber warum jetzt ein Holz? Da gibt es auch so ganz viele Sachen. Da gibt es Holz, da gibt es Horn, da gibt es auch den alten Rinderknochen, sag ich mal. Danach kamen solche Versionen wie Schweineohren, also diese ganzen Lederknochen. Gibt es da etwas, wo man sagt, das ist die beste Version oder hat das mit einem Hund zu tun oder liegt das ein bisschen im Auge des Betrachters? Nee, es ist immer vom Hund abhängig. Der eine hat gerade das Bedürfnis, auf Holz rumzunagen. Dann hat er mal Bock auf Stoff. Dann möchte der mal irgendwie sowas Gummiartiges. Deswegen ist eine Vielfalt da ganz gut, das anzubieten. Weil wenn man kein Holz hat, dann nehmen sie dann ganz gerne mal das Stuhlbein. Stuhlbein ist immer gut, ja. Ja, mein Daumen hat er jetzt schon wiederholt. Also der Daumen muss so... Wir müssten mal Daumen im Programm nehmen. Also so wie der wechselt vom rechten auf den linken Daumen und umgekehrt. Vielleicht schmecken sie gut. Und das Holz steht ihm gar nicht. Jetzt hat er mir im kleinen Finger gebissen. Ja. Hier. Also die Hunde werden relativ gerne auch für die Therapie genommen, weil sie halt so clever sind, süß aussehen, hübsch aussehen, damit man dunkelschwarz haben die meisten Leute halt Angst vor. Deswegen werden ganz gerne bunte Hunde genommen für die Therapie und dann und was vermeidet man ich damit? Sowas mit Fingerbeißen. Und was therapiere ich damit? Gegen Zahnschmerzen? Nein. Nee, die können sie theoretisch damit ins Altersheim nehmen für Behindertenbegleitung. Aber so ein Blindenhund oder so ist er nicht der Richtige. Kann der auch. Das heißt, das würde der auch lernen und nicht unter irgendwelche Tische krauchen und nicht vor das Auto laufen. In seiner Freizeit mit Sicherheit. Aber der kann Arbeitszeit und Freizeit unterscheiden. Ja, das wird mit einem Geschirr unterschieden. Die kriegen im Grunde eine Arbeitsklamotte an. Ach so, und wenn er Arbeitskleidung anhat, dann weiß er, jetzt geht's nicht unter den Stuhl. Jetzt ordentlich rundherum die Gänge laufen. Ja. Und das kann ich so einem Hund alle beibringen. Ja. Ist ja eine super spannende Sache. Eigentlich ist doch dann der ganze Name Hütehund ganz falsch. Eigentlich wäre doch der Name Allzweckhund oder Universalhund. Der Arounder sind meistens die Deutschen. Die deutschen Rassen sind meistens Arounderhunde. Aber dies wäre ja keine deutsche Rasse, nee, oder? Nee. Der kommt aus Amerika. Der heißt Australian Shepherd. Kommt trotzdem aus Amerika. Der heißt Australian Shepherd und kommt aus Amerika. Ja. Da muss ihm einer. Also da war noch bestimmt schon vor der Zeit von GPS, da hat sich bestimmt mal einer verfahren. Oder wissen wir, wo der Name herkommt? Oder? Ja, es sind im Grunde Einwanderer nach Amerika gekommen, die solche Art Hund mit hatten. Also. Der Feinschliff ist aber dann letztendlich in Amerika geschehen. Also, ja gut, dann haben wir auch die Lösung. Dann haben wir auch die Lösung für deinen Ursprung hier. Genau. Ja, toll. So, jetzt haben wir den Film gesehen über Jennys Männer. Jetzt haben wir hier ein schönes Mädchen. Also, falls ihr mal einen Film über Norberts Frauen oder Mädchen sehen wollt, können wir auch gerne drehen. Aber ich denke mal, über Jennys Männer, das war schon ein super spannender Film. Australian Shepherd, sicherlich mal ein Thema. Ich denke mal, ihr habt da ganz viele Fragen zu. Auch vielleicht zu anderen Hunden. Macht mal Vorschläge, über welchen Hund wir noch so eine Geschichte machen wollen. Schreibt da einfach unten in die Kommentare rein. Ich gucke mir die dann an. Wir können natürlich nicht nächste Woche alle Hunde auf einmal dran nehmen. Ich gucke mal der Reihe nach, was wir an schönen Hunden da haben. Sicherlich besprechen wir das dann nochmal. Ich hoffe, die Geschichte mit Jennys Männer hat euch jetzt wirklich gefallen. Das heißt, wenn euch das gefallen hat, ihr wisst,
Hier kann man abonnieren. Und hier oben und unten haben wir noch ein paar andere Hundefilme. Schaut euch die an und dann sehen wir uns in Kürze wieder. Mir hat Spaß gemacht.